Levitation nennt man es, wenn ein Körper sich der Schwerkraft widersetzt. Und genau das haben wir in dem Experiment gerade gesehen. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal genauer. Es war schon immer ein Traum der Menschheit, sich über die Schwerkraft hinwegzusetzen und Dinge zum Schweben zu bringen oder selber sogar durch den Raum zu schweben. Nun, heute beschäftigen wir uns mit Magnetismus und im Magnetismus ist sowas im Prinzip möglich. Magnetismus kennen Sie alle, das lernt man heute schon im Kindergarten. Ich habe Ihnen hier mal einen Stabmagneten mitgebracht. Die Magnete werden ja heutzutage immer kleiner und immer stärker. Ich habe hier noch einen zweiten solchen Stabmagnet und wenn ich die in die Nähe bringe, dann ziehen die sich sofort an und man sieht also, da wirkt eine magnetische Kraft. Wenn ich die auseinanderziehe mit etwas Kraft und rumdrehe und anders zusammensetze, dann spürt man sehr stark, wie die sich abstoßen. Wenn ich versuche, die zusammenzubringen, dann funktioniert das nicht. Wenn ich stattdessen einfache Nägel nehme, einfache Stahlnägel, die sind nicht magnetisch, aber wie Sie das alle wissen, wenn ich einen Magnet nehme und einen Nagel in der Nähe habe, dann wird der angezogen. Den Nagel nennt man ferromagnetisch. Ferromagnetische Stoffe werden von Magneten angezogen. Ich kann auch folgendes Experiment machen. Ich hänge hier mal den Nagel an den Magneten und jetzt kann ich an den Nagel einen zweiten Nagel dran bringen, weil durch den Magneten der Nagel magnetisch geworden ist. Man kann also durch Magneten ferromagnetische Stoffe magnetisieren, sodass die dann selber zum Magneten werden. Alles das ist vermutlich nichts Neues für Sie und deswegen möchte ich das auch nur ganz knapp alles erwähnen. Hier in der Zeichnung kann man das alles sehr schön erklären. Wir haben einen Stabmagneten, der hat einen Nord- und einen Südpol. Man nennt es dann einen Dipol. Dip heißt 2, weil er 2 Pole hat. Und wir haben gesehen, dass die Magnetpole sich anziehen oder abstoßen, ähnlich wie wir das bei Ladungen kennengelernt haben. Und in Analogie zum elektrischen Feld führen wir jetzt auch hier bei dem Magneten ein Magnetfeld ein. Das heißt also, der Magnet erzeugt ein Magnetfeld und das Magnetfeld wirkt dann auf den anderen Magneten, also den zweiten Magneten, der auch wiederum 2 Pole hat. Das heißt, genau wie bei den elektrischen Ladungen ist es auch bei den Magnetpolen so, dass sich 2 gleiche abstoßen und 2 ungleiche anziehen. Auch hier müssen wir, um das quantitativ berechnen zu können, eine neue physikalische Größe einführen. Das ist das Dipolmoment. Das magnetische Dipolmoment wird mit μ bezeichnet. Wir können jetzt nicht wie bei der elektrischen Ladung einfach eine Zahl angeben, sondern in dem Fall müssen wir einen Vektor angeben, weil der Dipol ja aus 2 Polen besteht, die eine Richtung zueinander haben, während eine Ladung keine Richtung hat. Das ist also ein kleiner Unterschied. Die Einheit ist Ampere Quadratmeter. Auch die Einheit brauchen Sie sich im Moment jetzt erstmal nicht merken, genau wie diese Größe Dipolmoment. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber schon mal einführen. Wir möchten aber jetzt mehr zu den grundsätzlichen Phänomenen kommen und nicht zu den Formeln und den Formelzeichen. Die nächste spannende Frage, die wir stellen, warum haben wir immer 2 Pole zusammen? Gibt es auch einzelne Magnetpole, also einen einzelnen Nordpol oder einen einzelnen Südpol? Die einfachste Art, das zu machen, scheint die zu sein, dass man einfach einen Stabmagneten nimmt und ihn durchschneidet. Nun, Sie wissen vermutlich, was dann passiert. Wenn Sie einen Magneten durchschneiden, haben Sie wieder einen neuen Nord- und einen neuen Südpol, sodass also der geteilte Magnet genauso ein Dipol ist wie der vorige Magnet. Das können Sie immer weiter teilen und teilen und dann kommen Sie nachher wieder zu den kleinsten Bestandteilen, aus denen der Magnet besteht, nämlich aus den Atomen. Und dann stellen Sie fest, die einzelnen Atome sind schon magnetisch, das sind schon Dipole. Und die Atome bestehen aus Elektronen, Protonen und Neutronen. Und jedes dieser elementaren Teilchen ist ebenfalls ein magnetischer Dipol. Das heißt also, es ist ähnlich wie bei den elektrischen Kräften. Da waren die elementaren Ladungen die Quelle der Kraft. Bei den magnetischen Kräften sind es die magnetischen Dipole, die auf atomarer Struktur zu finden sind.
Was unterscheidet jetzt einen Magneten von einem normalen Material? Beide Stoffe haben diese kleinen Dipole auf atomarer Struktur, aber bei so einem Stabmagnet sind die Dipole ausgerichtet. Das ist in dem unteren Bild hier zu sehen. Das heißt also, die verschiedenen atomaren Dipole sind weitgehend ausgerichtet und bilden dann ein gemeinsames starkes Feld. Alternativ dazu hat man Materialien, wo jeder dieser atomare Dipol in eine unterschiedliche Richtung zeigt, sodass auf globaler Skala die Magnete sich alle aufheben, sodass der Stoff dann nicht magnetisch wird. Und dann sind wir jetzt auch fast schon an der Erklärung des Experiments, was wir am Anfang gesehen haben. Da benutzen wir vier starke Neodym-Magnete. Ich zeige Ihnen hier mal einen von diesen kleinen Neodym-Magneten. Die sind also so stark, dass man sie, wenn man sie zusammenbringt mit mehreren, sie kaum noch auseinanderbringen kann. Davon habe ich hier vier Stück, und zwar habe ich da zwei Nordpole und zwei Südpole nebeneinander gesteckt, sodass sich eine Nord-Süd-Konstellation ergibt. Und jetzt bringe ich dieses kleine schwarze Plättchen auf diese Magnetkonstellation. Dieses schwarze Plättchen besteht aus Graphit. Wir sind also wieder zurück beim Kohlenstoff gelandet. Und Graphit hat die Eigenschaft, dass es diamagnetisch ist. Diamagnetische Stoffe sind Stoffe, die ihre atomaren Magnetdipole immer entgegengesetzt zu dem äußeren Magnetfeld stellen. Und auf diese Art und Weise schaffen diese diamagnetischen Stoffe es, dass sie von allen Magneten abgestoßen wird. Das ist was sehr Ungewöhnliches. Normalerweise kennt man den umgekehrten Fall. Das ist bei paramagnetischen Stoffen und bei ferromagnetischen Stoffen der Fall. Da ist es so, dass das Material, genau wie der Stahlnagel, vom Magnet immer angezogen wird. Bei diamagnetischen Stoffen wird das Material immer abgestoßen, speziell von inhomogenen Magnetfeldern. Und da sieht man, dass also das Plättchen wirklich schwebt. Es schwebt zwar nur so 1 bis 2 mm über den Magneten, aber immerhin schwebt es stabil über diesem starken Magnetfeld. Jetzt möchten wir uns das Magnetfeld nochmal genauer anschalten. Dazu haben wir hier wieder eine Simulation. Da sieht man also einen Stabmagneten. Dann haben wir noch einen Kompass. Ein Kompass ist nichts anderes als ebenfalls ein Stabmagnet, der aber drehbar gelagert ist. Und wir sehen, die weiße Seite des Kompasses, die den Südpol bildet, die wird von dem Nordpol immer angezogen und umgekehrt, sodass wir also den Kompass benutzen können, um die Richtung des Magnetfeldes zu bestimmen. Das können wir wie beim elektrischen Feld auch an jedem Punkt des Raumes machen. Das heißt, jeder Punkt des Raumes hat eine definierte Richtung des Magnetfeldes und auch eine definierte Stärke des Magnetfeldes. Und dann kann man also die Feldlinien einzeichnen und kommt zu einem ähnlichen Bild wie bei den elektrischen Ladungen. Trotzdem dürfen wir nie vergessen, dass ein Magnetfeld was völlig anderes ist als ein elektrisches Feld. Ich kann jetzt in der Simulation auch noch die elementaren Dipole im Magneten darstellen. Das heißt also, der Magnet hat ausgerichtete Elementarmagnete in sich drin und die erzeugen letztlich das Magnetfeld. Was man auch noch schön sieht, ist, dass die magnetischen Feldlinien, die ja zum Beispiel aus dem Südpol herauskommen, dann einmal rund um den Magneten laufen und zurück in den Nordpol kommen, dass diese Magnetfeldlinien geschlossen sind. Die gehen also im Magneten selber wiederum zurück. Und da ist der große Unterschied zu den elektrischen Feldern. Die elektrischen Felder gingen immer von den positiven Ladungen zu den negativen. Das heißt, die wurden erzeugt und verschwanden wieder. Die Magnetfeldlinien sind immer geschlossene Linien, das heißt also, da gibt es keine Quellen von Magnetfeldlinien oder Senken, sondern das Ganze ist ein geschlossener Kreis. Das hat eben damit zu tun, dass nach allem, was wir wissen, es keine magnetischen Monopole gibt, wo diese Feldlinien enden würden. Das Ganze wollen wir jetzt nochmal formal machen, das heißt, wir haben gelernt, es gibt magnetische Dipole, die erzeugen ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld wirkt dann auf andere magnetische Dipole. Das heißt, auch hier, wie beim elektrischen Feld, werden Kräfte ausgeübt. Die Feldstärke des Magnetfeldes muss man wieder quantitativ angeben können. Die Größe nennt man jetzt, auch wenn das ein bisschen verwirrend ist, nicht magnetische Feldstärke, sondern magnetische Flussdichte, die hier ähnliche Funktion hat wie die elektrische Feldstärke.
Das Formelzeichen ist B, wieder mit Vektorpfeil, weil das Magnetfeld genau wie das elektrische Feld eine Richtung hat. Und die Einheit von dieser magnetischen Flussdichte, die ist das Tesla, nicht benannt nach dem Auto Tesla, sondern genau wie das Auto benannt nach dem Physiker Tesla. Und ein Tesla ist definiert als eine Voltsekunde pro Quadratmeter. Damit kann man das in die Standardeinheiten umrechnen, die wir schon kennengelernt haben. Und hier gilt eine ähnliche Formel wie beim elektrischen Fall. Beim elektrischen Fall war die elektrische Kraft auf die Ladung gleich der elektrischen Feldstärke mal der Größe der Ladung. Hier haben wir keine Einzelladung, sondern Dipole. Da ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Die Dipole werden durch das Magnetfeld gedreht. Dann gibt es also drehende Kräfte, die nennt man Drehmomente in der Mechanik. Und dieses Drehmoment, was da entsteht, das ist in einer ganz analogen Formel einfach das Produkt aus dem B-Feld und dem Dipolmoment, also die magnetische Flussstärke B multipliziert mit dem magnetischen Dipolmoment μ, was wir eben kennengelernt hatten. Lassen Sie sich nicht verwirren durch die komplizierten Begriffe und Formeln. Wenn Sie sich genauer anschauen, sehen Sie, das ist alles sehr analog zu dem, was wir beim elektrischen Feld hatten. Zum Schluss zeige ich Ihnen jetzt noch was ganz Besonderes, nämlich es ist nicht so, dass elektrische Ladungen nur elektrische Felder machen und magnetische Dipole nur Magnetfelder machen. Erstaunlicherweise ist es so, dass elektrische Ladungen Magnetfelder erzeugen können. Das heißt, man kann auch Magnetfelder erzeugen, ohne einen einzigen dieser atomaren Dipole zur Verfügung zu haben. Und das zeige ich Ihnen jetzt in der nächsten Simulation. Wir sehen hier also einen Aufbau, wo wir eine Batterie haben und einen Stromleiter. Der Stromleiter ist unten als Schlaufe rausgeführt. Wir sehen, wenn wir jetzt die Batterie aktivieren, dann sehen wir, dass ein Strom fließt, das heißt, die Elektronen fließen da durch den Draht, so wie wir es kennengelernt haben. Aber erstaunlicherweise, zusätzlich zu dem elektrischen Stromfluss, gibt es jetzt auf einmal ein Magnetfeld, was vorher nicht da war. Wir können das genauso mit dem Kompass messen wie bei einem Permanentmagneten. Es hat auch eine ähnliche Form. Das heißt also, der erstaunliche Effekt ist der, dass eine bewegte elektrische Ladung genau wie ein Permanentmagnet ein Magnetfeld erzeugt. Und das ist was ganz Erstaunliches. Wir können auch die Batterie mal umpolen, dann fließt der Strom andersrum und das Magnetfeld dreht sich ebenfalls rum. Es hat also dann die umgekehrte Magnetfeldstärke. Das sind erstaunliche Dinge, die hat man sich in Vielfalt in der Technik zunutze gemacht. Wenn wir statt einen Einzeldraht viele Drähte nehmen, die aufeinander gewickelt sind, dann verstärkt sich entsprechend das Magnetfeld. Auf diese Weise kann man sehr starke Elektromagnete bauen. Die erzeugen dann Magnetfelder, die wiederum starke Kräfte ausüben können. Das ist die Grundlage aller Elektromotoren. Auf diese Art und Weise kann man mit elektrischem Strom Kräfte erzeugen und mechanische Arbeit leisten. Damit sind wir am Ende. Was haben wir also gelernt? Wir haben gelernt, bewegte elektrische Ladungen erzeugen ein Magnetfeld, das heißt, jeder Strom ist von einem Magnetfeld umgeben. Das ist zunächst mal sehr erstaunlich. Das heißt, wir haben jetzt zwei Methoden, Magnetfelder zu erzeugen. Entweder nehmen wir die atomaren Dipolmomente der elementaren Teilchen oder aber wir nehmen einfach elementare Ladungen und bewegen sie. Die Frage, die wir im nächsten Clip beantworten wollen, ist dann die umgekehrte. Nämlich die Frage, wenn bewegte Ladungen ein Magnetfeld erzeugen, können dann nicht auch bewegte Magnete ein elektrisches Feld erzeugen? Damit beschäftigen wir uns dann damit. Dankeschön.